Außendarstellung von Organisationen der sozialen Arbeit. So, also jetzt nächster Tag mit den Studis aus Fachhochschule St. Gallen. Welcome to the Germans being part of Europe. Okay, Microsoft Teams ist auch bereit. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist Einstieg doch noch gelungen. In 4 Gruppen wird gearbeitet. Die Gruppe Issue Management. Yes. Dann die Gruppe Unternehmenskrise. Krisenmanagement. Und Krisenkommunikation. Okay. Das Faszinierende ist, dass in dieser Studierendengruppe eine Person ist, die bekommt zusätzlich ein Schriftprotokoll von all dem, was gesagt wird. Und durch dieses Arbeiten in Google Docs, in diesem kollaborativen Schreibsystem, ist ja das Gesagte überhaupt nicht wichtig. Das ist ja genau das Problem, dass wir genau das nicht wollen. Das sagen wir bei Wikipedia, sind diese Hinterzimmerentscheide, die wir nicht wollen. Wir wollen alles nur, wenn es verschriftlicht wird. Und wir machen eigentlich genau das. Das finde ich super, super spannend. So, nach diesem Lernen durch Beobachten sind Sie jetzt da am Lernen durch Anwenden. Der Vertiefungswunsch war jetzt aber doch eben Krisenkommunikation, Meme gibt es auch noch 2, 3. Aber dann Arbeit mit Hashtags oder Wikipedia oder Framing, das war kein Thema. Die Koppelung an die fetten Kameras ist noch immer sehr präsent, auch wenn die Welt längst untergegangen ist. Also, da hat es also noch viel Luft nach oben. Ah, dort.